Hey Leute, der Griver, willkommen zur nächsten Runde von 20 Minutes Till Dawn. Wir hauen mit der Sparky mal ein bisschen noch ein paar Runden durch hier, um ein bisschen tiefer in die Darkness Area zu kommen. Und mit ihr hatte ich quasi eigentlich, wie ich noch finde, mein besten und stärksten Bild. Weil sie so hardcore nachher hier alles in die Luft jagt. Wenn man die richtigen Skills moved. Er bekommt so rum. Ja, merkt schon, wenn die schneller sich bewegen, ja, die Typen. Miete bei ihr hier. Wenn ich hier immer blöde nachladen würde. So, Power Shot. Rust Mage. Hier. So. Nehmen wir erstmal das. Oh. Rapid Fire. So mehr Blitze machen wir. Shot, damit wir das hier kriegen. Ah, shit. Okay, wir müssen unbedingt schneller laufen. Beziehungsweise können wir auch Frost Mage erstmal machen. Ja, doch schneller laufen. Laufen und schießen. Shield erstmal. Oh ne, hier. Reload. No. So. Doppelschuss, Reload Rate, Armor. Ja. Armor, nicht Armor. So.
Oh, perfekt. Das brauchen wir. So, der ist tot. Sehr schön. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Jetzt Double Damage und gibt uns Munition. Das ist doch wunderbar. Okay. Ace. Definitiv. Diese Blitze, ey. So, nee. Piercing. Ja. Das ist hier schon mit der Munition ziemlich gut. Okay. Unbedingt Hit and Run. So, Elektro-Damage macht mehr Schaden und hat einen größeren AOE-Effekt. Danke. Zaun, hallo. Da sieht man mal, wie schnell wir den besiegt haben. Der Zaun noch nicht mal weg ist. Ah, jetzt. Pick up Range. Feuerrate. Wieder. Die müssen wir auf jeden Fall schnappen. Erstmal Freeze nehmen, also hier diese Ice Shards. Da bräuchte ich unbedingt Hit and Run, ey. Gun so rum, aber das ist zu gut. Mehr Piercing, alles. Wow. Der kommt mir gefährlich nahe. Hm.
das sieht doch gut aus. Die ganzen Blitze, ey. Ist alles gut, ne? Aber ich nehme mal Frostbite. Ich brauche dieses Gun and Run unbedingt. Oh shit. Okay, und ich nehme mal das. Das hilft auch erstmal. Unfassbar. So. Pyro könnten wir erstmal auch nehmen. Na, hier perfekt. Ja, das ist ganz wichtig. Dass wir uns ein bisschen schneller bewegen, während wir schießen. Verloren, okay. Der Wind. Läuft zu schnell nach vorne. Okay, müssen wir das leider nehmen. Schade. Ich bin wieder in den reingelaufen. Countdown Lightning to strike random enemies. Wenn Holy Shield ist active. Ne, dann nehmen wir den Wind. Jetzt kommen leider die Großen. Gucken, dass wir hier so viel wie möglich einsammeln. Schild ist wieder da, Leben haben wir auch voll, perfekt. Ein bisschen safer hier alles. Jetzt sind wir schnell, ey. Endlich. Knapp. Siege nicht, scheint auch nicht Feuer. Shit, Schild ist wieder weg.
dürfen uns hier nicht umzingeln lassen. Das ist ein bisschen dangerous hier. So, was haben wir hier? Lightning Strike außerhalb fliegt Burn, jawoll. Jetzt brauchen wir nur noch, dass Brand mehr Schaden macht. Dann haben wir auch nochmal eine gute Quelle. Killclip. Ja, das war kein guter Roll hier. Das Schild kommt gleich wieder. Alter. Warum unbedingt dieses Shatter? Schade. Das. Schild ist wieder da, sehr gut. Alter, ey. Dieser Bild ist so gut, ey. So, wenn Lightning Strikes enemy that is burned, create an explosion. Yes. Yes. Und bum 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 bum. Easy. Aber ich glaube, wir machen mal das aus. Das checkt ja hier nur noch den Bildschirm, ja. Aber ich glaube, wir haben immer noch nicht Shatter bekommen. Das wäre jetzt noch der nächste Shit. Dann platzen sie eigentlich nur komplett auf. Cheater. Na, dann nehmen wir... Wir reloaden eh nicht. Ja, dann nehmen wir den Divine Wrath. Schild haben wir gerade. Verloren. Oh, das war knapp. Wow. Komm schon. Au. Bitte stirb doch jetzt mal. Komm
Schon der nächste. Okay, perfekt. Bullet Damage minus 50 Girls, Burn Damage und Lightning Damage. And Duration. Alles steht da. Pickup Range kann man nochmal ein bisschen erhöhen. So, hier ist dieses Ding. Oh. Wie er hier zurückstoßen würde. Hinter mich schießen wäre echt cool, ey. So, was haben wir hier? Bullet Damage noch mal weniger. Oh ja. So, Burn Damage. Ist auch gut. Explodieren jetzt eigentlich alle hier. Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, echt der stärkste Bild hier momentan. Also, noch nicht alle ausprobiert, aber haben wir Dings? Ach doch, wir haben schon Dings. Die explodieren schon. Okay, okay. Ich kann sagen, wenn wir das noch nicht hätten, ey, dann wäre ja noch GG, ja. So. Na ja, dann nehmen wir, glaube ich. Ja, nehmen wir das hier. So, noch 2 Minuten. Sollte eigentlich machbar sein. Damage ist egal. Oh, ist ein Baum weg gewesen. Cool. Darf man nichts fallen lassen. Okay. So. Oder Speed. Feuerrate wollen wir eigentlich nicht verlieren. Ach komm, machen wir das hier. Was soll's. Besten Skills haben wir jetzt eigentlich schon, die wir brauchen. Kann hier eigentlich nichts mehr kommen. Wir dürfen die nur nicht zu nah rankommen lassen. Also alles gut. Burn Damage machen.
20 Sekunden, easy peasy. Ich glaube, ein Level schaffen wir nicht mehr. Nee. Ja, ich glaube, mit dem Bild kommt man locker. Also nicht unbedingt ganz locker, aber sehr einfach zu Darkness 15. So, wir gucken jetzt noch mal kurz, was das macht. Die nächste Darkness Elite. Moving faster. 10 Minutes faster XP Gain. No Achievements. Na gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Ja, wie gesagt, Spark. Spark und die SMGs. Und easy peasy. Nimmt alles, was Mage ist, hier Feuer und Lightning und Frost, und dann ist eigentlich schon vorbei. Vor allem das mit diesen, wenn die anfangen zu brennen, dass man nachlädt und alles, also es, oder wenn die, ich glaube, Lightning Damage kriegen, dann ladet ihr quasi nach. Oder kriegt einfach nur Munition so rum, ihr ladet ja nicht nach, ihr kriegt Munition, und das ist eigentlich schon super GG. So, ich mache mal hier aber XP per Rang. Ich glaube, das finde ich irgendwie cooler. 4% mehr pro Rang. Ja. Können wir das hier ruhig noch nehmen. So, okay, dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal einen Cut. Ja, ich denke mal, wir kommen damit eigentlich ziemlich leicht bis ganz nach oben. Und dann bin ich mal gespannt, was noch so die ganzen anderen Darkness-Dinger so auf sich haben. Ob vielleicht nochmal ein paar andere Gegner kommen oder bessere Elite-Gegner, was weiß ich. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, immer schon den Like da lassen, da würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis denn, euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.